ersten Arduino-Tutorial. Wir werden uns heute damit beschäftigen, was ist ein Arduino und so weiter. Ich habe ja versprochen, dass ich ein Arduino-Tutorial machen werde. Wir werden da so anfangen, wie es halt gang und gäbe ist, mit Blinky-App und so weiter. Und ich hatte ja versprochen, dass ich mehr Fokus auf die Programmierung setzen werde, als auf den Aufbau, auf elektronische Schaltungen, auf die Formeln dahinter, was ist Spannung, Strom und so weiter. Ganz werden wir uns dem Thema nicht entziehen können, weil das wäre naja, nicht so richtig. Trotzdem möchte ich mehr den Fokus drauf legen und wir werden dann wahrscheinlich auch schon die Blinky-LED-App vom Code her uns anschauen und schauen, dass wir die ein bisschen optimieren. Wer jetzt absoluter Anfänger bei Arduino ist, für den könnte es dann etwas kompliziert werden. Ihr müsst dann aber in den Kommentaren einfach nur irgendwie sagen, ja, das ist ein bisschen heavy, was du da machst, oder das geht. Ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, dass das, so wie ich das mache, richtig ist, weil für jemanden, der noch gar nicht oder noch nie mit einer Programmierung in Berührung gekommen ist, für den könnte das ziemlich kompliziert werden. Aber ich versuche mein Bestes, gerade bei der Programmierung, weil für Anfänger ist es immer sehr schwer und ich sehe bei Arduino, dass dann immer so viel Stoff schon reingepresst wird, das kann einen schon richtig mitnehmen und das tut auch gerne die Leute verprellen und das ist ja eigentlich das, was man vermeiden wollte und das war auch der Grundgedanke bei Arduino, dass eben Anfänger ganz gezielt rangeführt werden. Aber ich muss auch feststellen, dass wenn man selber versucht, Leuten ein Arduino näher zu bringen, dass die gerne den Code und die Tutorials aus dem Internet abtippen, aber ganz wirklich verstehen sie es nicht. Das mag auch, am Anfang ist das Erfolgserlebnis, ich habe schon wieder was Neues und ich habe eine LED und ich habe 3 LEDs und 4 LEDs geblinkt und zum Blinken gebracht, Entschuldigung. Das ist für die ja super und die wollen immer schneller und dann möchten sie es am liebsten auch einem Kumpels zeigen und so weiter. Das ist auch alles richtig, aber für mich ist immer wichtig, dass man versteht, wie das funktioniert. Und manchmal ist es auch toll, wenn man die Tutorials dann quasi kombiniert und da seine eigenen oder verstanden hat, wie die beiden oder wie 2 Tutorials zusammen dann wirken und wie man dann den eigenen Code ändert und wie man dann daran geht. Und dass man das komplett richtig verstanden hat. Arduino selbst ist nicht unbedingt leicht zu lernen, das muss ich auch dazu sagen. Vor allem in der Programmierung. Ich zeige euch, dass Arduino aber selbst hart daran arbeitet, anhand einer Beta. Und ich versuche euch auch verschiedene Entwicklungsumgebungen näher zu bringen. Insgesamt gibt es 2 von Arduino, da gibt es die aktuelle offizielle. Aktuell in der 1.8.5. Und dann gibt es noch eine Beta-Version, die ziemlich geile Neuerungen hat. Dann gibt es eine auf der Eclipse-Basis. Eclipse ist damals eine Entwicklungsumgebung von IBM gewesen. Und die wurde dann Open Source gestellt und dann gab es ganz schnell viele Ableger davon und 1 ist davon für Arduino gemacht worden. Dann gibt es auch Entwicklungsumgebungen für das Visual Studio. Die sind für den Privatnutzer sind die kostenlos. Wer das in der Firma oder wer es beruflich oder wie auch immer benutzen möchte, für den kostet es allerdings Geld. Ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich das überhaupt zeigen darf. Ich mache es dann einfach, weil man sollte ja schon die Welt kennenlernen. Ich dachte auch, dass es etwas von Microsoft gibt, aber wie sich herausgestellt hat, funktioniert das eher durch einen Raspberry Pi als statt direkt auf dem Arduino. Von daher überlege ich mir noch, ob ich das vorstelle oder es einfach lasse. Lasst euch jetzt einfach mal überraschen. So, zum Arduino selbst. Ich habe hier mal die Wikipedia-Seite aufgerufen. Arduino ist eigentlich im Grunde genommen nur ein kleiner Mikroprozessor, den man auf einen Board gestopft hat und hat die Mikroprozessoren Ein- und Ausgänge nach außen gelegt. Das ist jetzt sehr einfach gesprochen. Im Grunde ging es bei dem Projekt darum, Leute zur Mikroprozessor-Programmierung zu bekommen, weil es gar nicht so einfach ist, Menschen in den Beruf zu kriegen. Der Arduino ist ziemlich einfach aufgebaut und die Entwicklungsumgebung gibt einem auch ziemlich viel Vorteile, sodass man sehr einfach da einsteigen kann. Was ziemlich schade ist,
von Anfang an ist, dass die Programmierung eine Hürde gelegt hat, die jetzt mit den nächsten Versionen aber behoben wird. Und das ist diese automatische Codevervollständigung, weil man kann sich nicht immer alles merken. Man muss sich auch nicht immer alles merken, weil die meisten Entwicklungsumgebungen helfen nämlich einem dagegen. Und man kann ja nur mal schauen, was gab's da, was gibt's da. Es wird von niemandem immer verlangt, dass man alles blind runtertippt. Das kann sich auch gar keiner merken. Alle Befehle und Klassen und Methoden und Funktionen. Und das kann man sich nicht immer alles merken. Und je komplexer so ein Projekt wird oder, sagen wir es mal, je mehr externe Bibliotheken man einbindet, umso besser ist es, wenn man dann auch richtig Hilfe bekommt. Und das wird jetzt aktuell nochmal neu umgesetzt, auch wenn wir jetzt schon gefühlt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre Arduino schon da ist, können wir ja kurz in die Wikipedia kurz schauen. 2005, also jetzt schon 13 Jahre. Und ja, da wäre es schon schöner gewesen, wenn das schon früher drin gewesen wäre. Trotzdem ist das Arduino eine sehr gute Einsteigemöglichkeit. Die nächste Stufe wäre dann das Raspberry Pi, was sehr viel mehr Komfort bietet, aber vom reinen Gedanken des Mikroprozessors dann doch sehr stark abweicht. Weil beim Raspberry Pi handelt es sich ja schon um einen Minicomputer vollständig, der auch sehr gerne als Multimedia-Plattform genutzt wird, und da kann ein Arduino gar nicht mithalten, soll ein Arduino gar nicht mithalten und will ein Arduino auch gar nicht mithalten. Das ist ein ganz anderer Part. Das Einzige, was mit dem Arduino äquivalent mithalten könnte, das wäre ein Board von Pollen, und das ist der AVR-Net.io. Aber er kann es auch nicht wirklich, obwohl es auch schon ein sehr günstiger Einstieg in der Richtung wäre. Ich persönlich habe nur den Mega, Arduino Mega und den Arduino Nano. Aber wir sehen hier auf dem Bildschirm ein paar mehr Boards. Wir können ja mal die Fotos anklicken. Das ist zum Beispiel ein Dissimilar, aber auch von Arduino. Dann haben wir noch den Standard Uno, wie er als Anfänger immer benötigt wird. Nachteil ist, er hat halt nur sechs Analogeingänge. Dann ist halt noch der Mega sehr beliebt, so wie ich ihn einsetze. Der hat halt mehrere analoge Eingänge, nämlich insgesamt 16 analoge Eingänge. Dann gibt es noch den Nano. Der Nano ist besonders genial, wenn man so kleine Sachen hat. Das heißt, auf dem großen Arduino-Board steckt man sich das alles zusammen, und mit dem kleinen Arduino Nano kann man das Ganze dann in ziemlich kleinen handlichen Geräten zusammenbauen und hat dann eigentlich die Funktionalität. Allerdings kann auch der Nano natürlich nicht die Anschlussmöglichkeiten eines Megas. Ich würde sagen, er kommt eher an den Uno dran, wegen dem Uno ist man da ein bisschen näher, aber schon gar nicht kommt er an den Mega ran. Aber das ist nicht so schlimm. Er ist trotzdem super Board, wenn man ganz kleine Sachen aufbauen will. Und er erfüllt einfach seinen Zweck, hat einen ganz geringen Stromverbrauch. Und das ist auch das, was wir eigentlich wollen. Dann gibt es natürlich noch andere Boards, zum Beispiel wie hier das Lilypad. Das Lilypad ist, da kann man, was ihr hier als Löcher rundherum seht, da kann man so kleine, ganz kleine Bananenstecker reinstecken. Oder man kann mit Krokodilklemmen an der Seite drauf krimpen. Das ist besonders, wenn man ganz jung ist, Schulkind, Kindergarten oder wie auch immer, da kann man ganz einfache Sachen bauen, und das ist dann schon wirklich super. Und ihr seht auch, das ist wirklich nicht groß. Das ist wirklich ein super Einstiegsprojekt, und wenn wir schauen, wie klein der Fingernagel oder wie groß der Fingernagel im Vergleich zum Board ist, dann wird einem schon klar, hey, auch die Macher haben etwas geleistet. Für Einsteiger und so weiter ist das recht günstig und man kann da ziemlich viel machen. So. Es gibt natürlich auch ganz viele Boards, die ähneln und wo man sagt, die sind Arduino-kompatibel. Dann kann ich auch sagen, ja, das ist so. Selbst ich, mein Mega ist kein direkter Arduino, sondern ist ein. Ich habe mir da ein Kit gekauft mit ganz vielen Sensoren und Aktoren und so weiter. Und man kann da ganz viel machen. Die Tutorials sind wirklich super. Auch wenn manche Sachen nicht wirklich toll sind, wie hier zum Beispiel schon die erste Sache auch in der Wikipedia drin, wenn man sich hier den Code anschaut,
den ich immer ganz kurz markiere und dann wieder demarkiere, ist hier oben zum Beispiel Constant LED Pin 13. Das ist eigentlich die Blinky-App, die man hier sieht. Alleine die erste Zeile, würde ich sagen, nein, verbraucht schon mehr Speicher, als man eigentlich braucht. Und kann man anders lösen. Das Ganze, was hier gezeigt wird, verbraucht einen gewissen Speicher. Und beim Arduino ist man auf den Speicher, ist man im Speicher begrenzt. Und auch von der Leistungsfähigkeit des Mikroprozessors ist man begrenzt. Deswegen sollte man immer so optimal wie möglich alles programmieren, weil je besser man das programmiert, umso schneller läuft dieser Mikroprozessor. Und je weniger Speicher man braucht, umso mehr Code kann man hinterlegen. Das heißt, dieser Kosten-Nutzen-Effekt ist dann eigentlich sehr viel größer. Und allein schon diese 6 Zeilen Code, wenn man jetzt diese Void Setup und Void Loop weglässt, sind nochmal optimierungsbedürftig. Nicht viel, aber man kann es optimieren. So, das war es dann auch schon mit dem ersten Video. Falls ihr noch mehr über den Arduino selbst wissen wollt oder falls ich viel, viel näher drauf eingehen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Abonniert vielleicht meinen Kanal, hinterlasst einen Daumen hoch und runter, aktiviert eure Glocke in YouTube, wenn ich wieder ein Video hochstelle, damit ihr direkt informiert werdet. Lasst euch überraschen, was jetzt noch auf euch zukommt. Ich bin mir selbst nicht sicher, weil ich habe das alles nicht so geplant und keine Story und auch keinen irgendwelche Leute hinter mir. Ich mache das alles komplett allein. Vor allem hinterlasst Ideen. Ideen sind immer super, die kann ich auch direkt umsetzen. Und es hilft dann euch, weil ich mit euch zusammen das Arduino dann quasi vorstelle. Eure Fragen, die vielleicht auch gezielt in Videos beantworte. Es ist ja zu niemandem Schaden, wenn man etwas lernt. Nicht für euch und schon gar nicht für mich. Von daher, bis zum nächsten Mal.